Er setzte sich bei der Kaschba nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbefleckten Boden. Als ob hier nicht schon genug von der Scheiße rumliegt, weißt du? Das wird so wehtun, oder? Ah, doch nicht. Godlike. So, hier vorne ist was. Aber ich glaube eher, dass ich hier entlang muss. Oh, nicht so laut. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Ja, aber wir haben ja das an. Jetzt können wir hier entlang gehen. In die Raffinerie. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er, oder vielleicht zu wenige. So. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okay, wir dürfen nicht vom Weg abkommen und wir müssen mehr oder weniger immer in Bewegung bleiben. Das braucht ihr mir nicht zweimal sagen. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Könnt ihr so viel entzünden, das wäre für Daniel, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, aber irgendwo habe ich dann doch Schiss, dass mir hier gleich wieder so ein Typ über die überläuft. Okay, es ist auf jeden Fall ein Feind hier irgendwo. Vorne läuft er. Okay, Daniel, du schaffst das. Glaub an dich, Daniel. Okay, da ist er lang marschiert. Geht das hier einmal rum oder kann ich mich hinten erstmal umsehen? Wir sehen uns erstmal hinten um, glaube ich. Ist hier was? Was auch immer das war. Achso, mein Follower-Sound. Ja, vielen Dank. Gerade voll erschrocken, weil ich gedacht habe, ich wurde entdeckt. Aber dem war wohl nicht so. Vielen, vielen Dank für den halben Herzinfarkt. Nein, Spaß beiseite. Alles in Ordnung. So. Und hier haben wir eine Tür. Ich hoffe ja, dass der nicht gerade hier drin jetzt irgendwo rumsteht. Bäh, weg. Weg. Puh. Kopf dröhnt, Hände zittern, ja, hätte ich mir fast gedacht. So. Öl. Gut.
War hier sonst noch was? Ich kann ja so viel Licht machen, wenn ich will. Aber ich glaube, es reicht, wenn das in einer Ecke so ist, weil die andere kann ich dann wiederum zum Verstecken verwenden. Oh, ich will nicht. So, Türen machen wir deshalb nicht ganz zu. Weil ich dann... jetzt nicht... bewegen... oder ich lese einfach so lange was vor. Oder er macht das für euch. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? User joined your channel. Gay. Gay. User left your channel. So. Ja, wir kippen wahrscheinlich hier eh gleich wieder um. Ästiger Zustand. Punkt, Punkt, Punkt. Braucht man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Okay, ist blockiert. Okay, Hinterzimmer ist blockiert, alles klar. Aha! Ist hier wer? Ich hoffe nicht. Komm, steh auf, Daniel. Das komplett. Einfach ein bisschen im Licht stehen bleiben, die Wand anstarren. Dann sollte es gleich wieder besser gehen. Zunderbüchsen. Machen wir wenigstens hier nochmal Licht an. Dass wir nicht ganz so viel Öl verschwenden. Okay, ich glaube, uns erwartet auf jeden Fall ein Rätsel. Wir haben hier eine geschlossene Tür, deswegen kamen wir nicht rein. Hier haben wir eine Falltür. Luke ist zu schwer, alles klar. Benutzen wir doch das hier. Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Aha. So. Kann sie von hier aus nicht festhalten. Das heißt, ich brauche was, wo ich mich draufstellen kann. Kisten. Meine Freunde. So. Geht doch.
Schnell rein da. Okay, wir sind drin. Kein Weg zurück möglich. Ich glaube, das können wir uns auch sparen. So, wo geht's jetzt hin? Die Kellerarchive. Er brach durch die Oberfläche, das Wasser des dunklen Atlantiks nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Boah, not again. Natürlich ist jetzt alles voller Wasser. Ja, nee. Ja, verfolgt mich ruhig. Kann ich hier von Kiste zu Kiste springen? Ah, hau ab, komm. Verzieh dich. Da ist ein Raum, da würde ich gerne reingehen eigentlich. Komm jetzt. Muss einfach nur schnell sein, immer hier entlang. Immer auf den Kisten bleiben. Kann uns theoretisch nichts passieren, praktisch hoffentlich auch. Muss nur nicht runterfallen. Zieh dich, Junge! Ach so. Das klingt einleuchtend. Können wir ja irgendwas benutzen, um ihn denken zu lassen, dass wir woanders sind. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal hier aus dem Raum wieder raus, aber er steht ja direkt vor mir, oder nicht? Oh, verdammt! Hopp! 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 So, Moment mal. Das Tor kriege ich so nicht gestemmt. Öffnungsmechanismus, ja. Sicherheit. Irgendwo. Dann nochmal zurück. Hallo, geh hoch. Oh, ich wollte schon sagen. Also er kommt irgendwie nicht ganz mit oder ich war zu schnell für ihn. Das kann auch sein. Muss hier den Mechanismus finden. Mit dem. Ach, hier oder was? Ganz großes Kino. Gutes Gelingen. Ah, du bist hinter mir, du Trottel. Verdammt, er ist mit hier drin. Sehr gut machst du das. Okay, der frisst da jetzt erstmal. Schön Lampe voll machen. Jetzt hat er gerafft.